Ich bin Marc Schatzka, ich wollte heute was über praktische Anwendung von Metaklassen erzählen und dazu Punkt 1, wer bin ich eigentlich? Ich bewege mich im Bereich von Unix Network Security seit ungefähr 20 Jahren. Nutze Python seit 1995, das heißt, ich erinnere mich noch irgendwie an die Version 1.2, die da irgendwann mal komisch rauskam. Durchaus auch in Projekten, die ein bisschen größer sind, also so ab 500.000 Codezeilen und bin zurzeit in Regensburg in einer Firma, die sich mit Web Application Security beschäftigt. Gegenfrage, wer seid ihr? Wer hat hier schon mal Metaklassen in der Hand gehabt? Mal die Hände hoch, okay, die meisten. Ich habe schon selbst welche geschrieben. Okay, Dekoratoren, Klassendekoratoren, okay, gut, dann hat, danke für die Übersicht. Was sind Metaklassen? Es gibt ein schönes Zitat dazu, dass Metaklassen doch etwas sind, was 99% der Leute eigentlich gar nicht interessieren sollte. Und dass die Leute, die das eigentlich brauchen, das dann schon wissen. Das Interessante an diesem Zitat ist, ich habe das nur in der Form in jedem Dokument bei Metaklassen gefunden. Ich habe das Original nie gefunden dazu, aber das wird überall so zitiert. Ich bin da ein bisschen anderer Meinung, weil ich glaube, Metaklassen sind nicht mehr ganz so schlimm. Es ist richtig, dass 99% der User keine Metaklassen brauchen, aber es gibt viele Anwendungsfälle, wo Metaklassen meiner Meinung nach sinnvoll einsetzbar sind. Also, was sind Metaklassen? Im Endeffekt, in Python, Klassen sind auch nur Objekte. Alles in Python ist irgendwie ein Objekt und hat einen Typ und hat irgendwelche Operationen drauf. Und wenn eine Klasse ein Objekt ist, ist es die Instanz einer anderen Klasse. Und wenn man sich so normale nutzerdefinierte Klassen ansieht, die Klasse dieser Klassen ist Type. Kleingeschrieben. Aber das die Klasse einer Metaklasse, einer Klasse. Wenn wir mal dann ein normales Objekt ansehen, dessen Klasse ist Foo, wenn so erzeugt worden ist, und die Klasse der Klasse ist Type. Okay, sagt man sich. Also wir haben etwas, was anscheinend die Klasse einer Klasse ist. Und wenn nutzerdefinierte Klassen letztendlich auch nur eine Instanz von was anderem sind, also auf einer Metaklasse, dann kann ich diese Metaklasse im Endeffekt auch benutzen, um normale Klassen zu erzeugen. Und das geht ganz gut. Also ich habe da oben eine normale Klassendefinition, die ihr schon mal gesehen habt in Python. Und ich habe hier unten ein Konstrukt, was im Wesentlichen dasselbe erzeugt. Der Type ist die Klasse, die sozusagen Klassen erzeugen kann, die bekommt einen Namen übergeben, die Menge der Basisklassen und die Attribute. Hier hat man jetzt ein bisschen Probleme, die Funktion da reinzukriegen, aber das ist halt Syntax. Aber im Wesentlichen ist das alles, was im Hintergrund passiert in Python. Ja? Es wird in Python, wenn ich eine Klasse anlege, wird sozusagen dieses Statement da geparst, diese Attribute extrahiert und danach durch diese Meta Klasse Type das eigentliche Objekt erzeugt. Und Python ist nun sehr flexibel und erlaubt uns, das auch selber zu steuern.
Das heißt, ich kann auch sagen, was soll die Klasse oder die Funktion sein, die meine Klasse jetzt erzeugt. Und dazu... gibt es ein Attribut, eine Klassen, um das zu steuern, das Metaclass. Das sieht dann im Endeffekt so aus. Ich habe da oben eine normale Klasse definiert und das ist in Python exakt dasselbe, als wenn ich dort noch das Attribut Metaclass auf Type setzen würde. Ist nichts anderes, das ist ein Default. Und das ist eigentlich auch dasselbe, wenn ich hier irgendwas anderes Eigenes reinschreibe, das dann halt von Type erbt. Also diese drei Konstrukte sind im Wesentlichen gleich in Python. Und der Trick ist jetzt, dass ich hier halt anfangen kann, Metaklassen zu implementieren. Indem ich, wie in jeder anderen Klasse auch, die Methode zum Erzeugen von Objekten überschreibe, um dort eigenen Code unterzubringen. Es gibt im Prinzip, um Objekte zu erzeugen, in Python das underscore new, was ganz selten benutzt wird. Und es gibt underscore init, was eigentlich der Standard ist in der Benutzung. New erscheint mir hier ein bisschen angebrachter, weil es halt der frühestmögliche Zeitpunkt ist, um in Klassenkonstruktion einzugreifen. Wie sieht das ganz konkret aus? Ich habe hier eine Klasse Foo, die hat eine Metaklasse gesetzt. Diese ist da oben definiert, macht nichts anderes als New zu überschreiben. Und im Prinzip das Objekt zu erzeugen, indem man das Type aufruft, eine hübsche Ausschrift da auszugeben und zurückzukehren. Wenn man diesen Code in ein Modul packt und aufruft, wird ja eigentlich erstmal nirgends eine Funktion aufgerufen oder Code ausgeführt. Es erscheint aber trotzdem diese Ausgabe hier. In dem Moment, wo der Python-Interpreter diese Klasse hier erzeugt, wird dieser Code oben ausgeführt. Also ich kann, das ist der ganze Sinn, von Metaklassen in die Erzeugung von Klassen eingreifen. So, und ich kann an diesen Stellen jetzt anfangen, Klassen zu ändern oder sie zu analysieren, je nachdem, was ich tun will, was mein Ziel ist. Beispiel. Wo wird es typischerweise eingesetzt? Ganz typisch sind alle Sachen, die irgendwie Magie im Hintergrund brauchen, also ORM-Wrapper, die sozusagen mein Python-Objekt, mein Modell auf eine Datenbank abbilden wollen. Das ist so der übliche Zweck. Es gibt Anwendungen, die Sprache so ein bisschen abändern. Das ist immer so ein bisschen shaky, weil dann, wenn irgendein neuer Programmierer ins Projekt kommt und da ist nicht Python, sondern sowas Ähnliches, was komische Eigenschaften hat, wird man unbedingt nicht haben. Und es gibt Debugging. Darum soll es heute gehen. Ich habe nämlich ein Problem. Das Problem ist, ich habe Software im großen Stil, so 100.000 Zeilen Code, die an den Kunden ausgeliefert werden. Und wenn es damit jetzt Probleme gibt, kann ich da nicht mehr raufgucken, sondern ich wünsche mir als Entwickler irgendwie zum Beispiel ausgiebige Traceinformationen vom Kunden. Standardlösung ist, dort irgendein Debug-Logging einzuschalten. Das Problem ist nur, wenn ich die reinbaue in den Code, kosten sie Rechenzeit. Ich weiß nicht, ob ich alle Stellen gefunden habe, wo ich es eigentlich machen will. Und wenn ich überall Debug-Informationen reinschreibe, wird der Code ziemlich schwer lesbar, weil der im Prinzip durch Debug-Informationen zugeklustert worden ist. Und die Lösung dazu ist eigentlich, oder die Wunschlösung ist, dass ich etwas habe, was im normalen Betrieb keine Rechenzeit kostet
wo ich selektiv sagen kann zur Startzeit des Programms, dass doch bitte bestimmte Methoden, Klassenmethoden, die ich habe, getraced werden soll. Ich also sehe, wann ich in die Methode reinkomme, wann ich rauskomme, welche Argumente übergeben werden, welches Resultat es gibt. Und dass mir da im Prinzip ein Log erzeugt wird, das der Kunde erstellen kann. Das ist mein Standardbeispiel. Und das geht interessanterweise mit Metaklassen relativ simpel. Ich kann mir über Konfigurationspfeile und Environment-Variablen interessante Klassenmethoden definieren, die mich interessieren, die ich getraced haben will. Und eine Metaklasse sorgt dafür, dass dann beim Programmstart alle diese Funktionen beim Dekorator reingeworfen werden, eine Trace-Meldung rausgeben. Und der Dekorator sieht, die Klasse sieht ziemlich simpel aus. Die macht nämlich nichts weiter, als zu sagen, okay, wenn diese eigentliche Klasse, die diese Metaklasse hat, erzeugt werden soll, die bekommt halt 4 Argumente übergeben, den Klassennamen, die Attribute der Base Classes. Und ich schaue mir die ganzen Attribute an, ich ignoriere alle, die mit anders beginnen, weil die zu überschreiben ist immer schlecht. Ich baue mir einen schönen Namen aus dem Modul, dem Klassennamen, und den Namen gucke irgendwo extern nach, ob ich es wrappen soll, und wenn ja, überschreibe ich dann hier den Wert des Attributes, indem ich es Dekorator reinhänge. Ziemlich simpel, also ich überschreibe beim Erzeugen der Klasse ihre Methoden. Ja. Dieses das schon Web ist eine Funktion, die halt nur nachguckt, ob ich es tun soll. Also hier, wenn man Environment schaut, ob ich es wrappen soll. Und der Trace-Dekorator ist auch relativ simpel gehalten. Ich würde ihn so in dieser Form nicht in Produktion einsetzen, aber da reicht, um was zu zeigen. Ich habe einen Wrapper, der den Funktionsaufruf lockt, das Ende lockt und Exceptions dann auch noch lockt. Und mit diesen 3 Stücken Code kann ich dann im Prinzip mir alle Klassen in meinem Projekt gleichzeitig dekorieren beim Start. Ich kann also sagen, ich habe hier den Code, jetzt hat man Environment-Variable, man kriegt plötzlich ein Stack, also dann Trace des eigentlichen Programmablaufs. Das Schöne an der Lösung ist, ich habe an meinem eigentlichen Code, meinen 100.000 Zeilen Logik, nichts anfassen müssen. Ich habe nur zentral irgendwie die Metaklasse angefasst, die von allen Objekten dranhängt. Ja. Hier fehlt irgendwie eine Folie, deswegen ist das ein wenig komisch. Aber okay. Andere mögliche Anwendungen an dieser Stelle. Es gibt ja Tools in Python, wo man statische Code-Analyse machen kann, wo man sich sagen lassen kann, okay, du hast hier 30.000 Module und deine Variablennamen stimmen nicht, oder du hast folgenden Call-Graph oder. Das Problem mit der statischen Code-Analyse ist, dass ich einen Haufen Informationen nur zur Laufzeit habe. Wenn ich Python jetzt nicht als eine rein objektorientierte Sprache nehme, sondern eine, die funktionale Elemente hat oder Callbacks benutzt oder so, dann kann so eine statische Code-Analyse nicht mehr unbedingt rausfinden, wer jetzt wen überall eigentlich aufgerufen hat. Und gerade in der Entwicklung
bietet sich deswegen dynamische Code-Analyse an. Also sein Programm im Prinzip laufen zu lassen und dann aus dem laufenden Programm die interessanten Informationen zu extrahieren. Wie die Informationen, von wo Funktionen überhaupt aufgerufen werden, von welchen Modulen. Wie die Informationen, wer denn lesen und schreiben auf irgendwelche Klassenvariablen zugreift. Oder Dr. Coding Style Enforcements, wenn ich Sachen, die hier denkbar sind. Die Folien sind jetzt zu Ende. Ich habe da noch einiges zu zeigen. Ein paar Hintergrundinformationen. Es gibt 3 relativ gute Artikel für Metaklassen im Netz. Das eine ist eine Antwort auf Stack Overflow, das heißt, das ist ein 3-seitiger Artikel auf IBM. Den Code, den ich zeigen werde, der ist da zu finden, und die Folien habe ich hier auch noch reingeworfen. Wenn es jetzt schon Fragen geben sollte, dann jetzt bitte stellen. Ansonsten würde ich mal ein bisschen Code zeigen und Funktionalität. Gibt es Fragen soweit? Ist das groß genug hier oder müssen wir das so? So? Okay. Mal ein kleines Beispiel. Für eine andere. Der Metaklasse, die soll mir den Zugriff aus Variablen loggen. Doch mal die Anwendung erstmal. Ich habe da oben eine Klasse Foo, die da unten irgendwie benutzt wird, egal. Und was mich jetzt interessiert, ist, wer greift denn da oben auf die Objektvariable von Counter von Name dort eigentlich schreiben zu? Ja? Und wenn ich das Programm so ganz normal aufrufe, Test, Monitor, ich die Ausgaben unten, die hier die Prints erzeugt werden. Aber ich kann sozusagen auch sagen, hey, gib mir doch mal bitte alle Schreiboperationen auf die Variable der Count damit aus. Und sehe dann hier, dass ich hier aus diesem Pfeil die Zeilen 9, 13 und 21 schreiben, darauf zugegriffen worden ist, auf diese Variable. Und das ist nach meiner Erfahrung, sind solche Informationen, wenn man Softwareentwicklung mit großen Projekten hat und irgendwas schiefgegangen ist und man jetzt nicht weiß, ob es nicht irgendwelche Komponenten gibt, die dann noch Klassen benutzen oder Funktionen benutzen, die sie eigentlich nicht tun sollten. Das ist extrem gute Informationsquelle. Und gelöst ist das im Wesentlichen nur irgendeine 15 Zeichen Metaklasse, die halt sagt, okay, also wenn es das ist die richtige hier. Ja, wenn ich sozusagen schreibe, Zugriff zu bestimmten Komponenten loggen soll, dann
lege ich die Komponenten halt irgendwo anders hin und Methode dafür locker halt sozusagen mit der Setup-Methode, von wo die Funktion aufgerufen worden ist. Das klar? Okay. Was ich zum Schluss eigentlich will, was der Sinn des Vortrags war, wie gesagt, Metaklassen sind so in meinen Augen zu Unrecht als etwas verschrien, was zu kompliziert ist. Ich finde, man kann sie sinnvoll in Projekten einsetzen. Man sollte dazu ein bisschen Vorbereitungszeit treffen. Zum Beispiel sollte man alle Klassen, die man in seinem Projekt hat, von einer eigenen Base-Class ableiten, um mal schnell Metaklassen hinzufügen zu können, ohne den ganzen Code im Projekt anfassen zu müssen. Das andere ist, es gibt Alternativen zu Metaklassen. Es gibt Dekoratoren, es gibt, glaube ich, seit Python 2.6 auch Class-Dekoratoren, mit denen man sehr viel machen kann, was man mit Metaklassen auch machen kann. Und je nach Aufgabe bieten sich diese auch eher an. Also ich würde Metaklassen halt nur für Sachen benutzen, die mit dem direkten Coding nichts zu tun haben. Also Debugging, Tracing, alles, was nicht zum normalen Programmablauf gehört. Ja. Das war von meiner Seite aus. Wenn es noch Fragen gibt, lieben gerne. Hier in der Pause. Irgendwie. Vielen Dank. Gibt es Fragen? Wir haben noch 5 Minuten bis. Ja. Nee. Ich habe mal eine kurze Frage zu dem New und Init. Ja. Also in allen Beispielen ist ja das Init verwendet worden und du sagst aber, dass. Ja, ich habe in einem New dann Init drin gehabt. Also nach meiner Erfahrung reicht das Init eigentlich für fast alles aus, außer Arbeit mit Slots. Dann braucht man es. Ja. Sonst braucht man es eigentlich nicht. Ja. Und deshalb würde ich eher dafür plädieren, das Init zu nehmen, weil das weniger Eingriff bedeutet als das New. Also ja, allerdings, New wird halt wirklich benutzt, um schon das Objekt selber zu erzeugen. Und wenn ich Metaklassen machen will, möchte ich vielleicht ganz vorne irgendwie schon angreifen, noch vor dem Init. Aber das ist Geschmacksfrage. Es geht beides. Also normalerweise reicht das Init aus. Ja, ja. Also fast alle Sachen reicht das Init aus. Ja. Da es dann zwar die Klasse schon gibt, aber ich dann trotzdem noch so viel machen kann, dass die Klasse sich so verhält, wie ich das möchte. Ja, okay. Die Beispiele, könnten wir das irgendwann wo herunterladen? Das stand, wie gesagt, in den Folien hinten drin, war ein Link auf, Moment, das will das Ding nicht mehr, Presentation Open, und zwar hier die Folien, da sind die Beispiele drauf. Ja, die für alle die sind da. Von allen Vorträgen. Da sind die Folien jetzt schon angelegt. Und können sie auch hier verlinken oder so, ist kein Problem. Also alle Vortragenden schicken die Folien an info.python.de und wir stellen die dann und verlinken die dann vom Programm aus, dass dann auf alle Folien zugegriffen werden kann. Dann nochmal vielen Dank. Okay, eben. Ja. Danke.